Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Das Wetter ist dramatisch schlecht heute, macht aber nichts. Wir machen Dutch Ofen und zwar hier einen wunderschönen Wasserbüffel-Schmorbraten mit einer Biersoße. Geile Nummer im Dutch Ofen. Auf ein bisschen heiß, sehr schnell gemacht. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil hier kommt gleich richtig was runter, glaube ich. Also, Braten. Ich habe hier einen wunderschönen Wasserbüffelbraten. Knappes Kilo. Geordert beim Hofer Meer. Schön mageres Fleisch. Eignet sich perfekt für einen Schmorbraten. Ein bisschen Bauchspeck. Buntes Bentheimer Schwein. Sehr, sehr geil. Eine Orange. Da brauchen wir die Schale und ein bisschen Saft. Zwiebel. Ich habe genommen, was wir noch hatten. Rot und Weiß. Na, sieht aus wie Cola, Freunde. Aber ist tatsächlich ein Bier. Dunkles Bier, nicht mein Favorit für die Soße, aber ideal. Also nehmt da, was ihr habt. Ein bisschen Rinderfond. Dann habe ich, wo fangen wir hier an? Butterschmalz. Hier noch zum Andicken nachher machen wir uns eine Mehlbutter. Also ein bisschen Mehl, bisschen Butter. Ein bisschen was Grünes, ne? Zack, Tomatenmark. Ordentlich Knoblauch. Wacholderbeeren. Dann haben wir hier ein Suppengemüse, also Karotte, Porree, Lauch und dann Gewürze von der Spice Bar. Fleur de Sal, was Grünes, Lorbeerblätter. Dann haben wir hier ein bisschen Whiskypfeffer, diesmal kommen die ganzen Körner rein und für Saskia natürlich Piment d'Espalette. Freunde, Gutscheincode zu den Gewürzen von der Spice Bar, Spicy 030 Barbecue, 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb ab 15 Euro. Das ganze Rezept und die anderen Gutscheine für das wundervolle Fleisch, meine Klamotten und alles wie immer unten in der Box. Noch ein Bier für mich. Prost auf euch. Das war's eigentlich. Los geht's. Zur Vorbereitung von unserem Wasserbüffelbraten. Nur salzen, Freunde. Nehmt da ordentlich Salz und schön von allen Ecken und Kanten dem Jungen ordentlich Salz geben. Ja, das reicht auch schon. Mehr machen wir nicht. Ab an den Topf. Der Bräuking läuft, Freunde, auf volle Hitze. Draufstehen habe ich meinen Petromax FT9. Da kommt jetzt Butterschmalz rein. Eine ordentliche Kelle, würde ich sagen. Ganz kurz ein wenig schmelzen lassen. Und dann kommt das Fleisch. Da ist der Kamerad. Und an den wollen wir jetzt ordentlich Röstaromen ranbringen. Also von jeder Seite mal richtig hart angrillen. Zack, erst mal drehen. Ja, mal gucken. Ja, so. Ja, so wollen wir den ganz haben und so machen wir den jetzt. Bam, kurze Zeit und ordentlich Röstaromen später. Wir gucken mal. Oh ja, komm mal raus, mein Freund. So soll das aussehen, Freunde. Sehr, sehr geil, oder? Und jetzt geht's weiter mit dem Bacon. AKA unser Bauchspeck, da ist er. Der kommt jetzt da rein. Ja, und wird ebenfalls schön angebraten und ein bisschen ausgelassen. Ich denke mal so ein, zwei Minuten. Jawohl, Freunde, es wird immer feuchter und windiger, aber ich hoffe, ihr versteht mich noch. Guck mal. Geil. Speck. Zwiebeln dazu. Oh. Na, jetzt geht unser Suppengemüse dazu. Das riecht hier schon wirklich fantastisch, Freunde. Das auch nochmal zwei, drei Minuten mit anbraten. Na, jetzt folgt der Knoblauch. Den auch einfach noch dazu. Und ein ordentlicher Schuss von unserem Tomatenmark. So mal richtig auspressen. Und den auch kurz mit anbraten und einrühren. Jetzt geht's schon weiter mit den Würzen. Wir schmeißen unseren Rosmarin dazu. Und unsere Wacholderbeeren. Die kommen einfach schon mal da rein. Und weiter mit unserem Whiskypfeffer. Dann nehmt ihr euch, das sind ja ganze Körner. Ich sag mal so, ne? Ordentlich Whiskypfeffer mit dazu. Das gibt eine fantastische Soße nachher. Ihr werdet sehen. Zwei, drei Lorbeerblätter mit rein. Zack. Und nochmal ordentlich salzen. Da kann nochmal gut was dran. Zack. Nicht vergessen für Saskia Piment d'Espalette. Ich würde ja wieder sagen, so ein Teelöffel, aber das machen wir wieder frei nach Schnauze. Ja. Alles nochmal umrühren, damit auch überall was dran ist. Und dann macht ihr euch hier in der Mitte bitte ja, so eine kleine Kuhle. Naja, so ein bisschen. Schiebt da ein bisschen an den Rand, damit unser Fleisch da Platz hat. Zack, den noch da drunter. Sehr, sehr schön. Und jetzt kommt der Freund da wieder rein. Einfach in der Mitte abgesetzt. Zack. Boah, ist schon mal ein Bild für die Götter, oder? Guck mal. Sieht geil aus. Ja, jetzt kommt die Flüssigkeit ins Spiel, denn wir wollen ja schmoren. Also erstmal unser dunkles Bier zum Ablöschen. Ja, wir verlieren ganz schön Hitze hier bei dem Wetter. Und unser Rinderfond. Schön, 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 schön. Und jetzt sind wir auch schon bereit zum Schmoren. Also Deckel rauf. Ja.
ungefähr eine Stunde, würde ich sagen, erstmal ab und zu drehen den Braten dabei. Temperatur fahren wir so 170, 200 Grad oder sowas. Wir kicken mal. Zack, Zeitsprung, Freunde. Eine Stunde später. Wir gucken jetzt mal rein. Oh, das sieht schon geil aus, oder? Ja, kurz zur Seite. Ich werde jetzt mal die Kerntemperatur messen, denn wir wollen auf ca. 80 Grad Kern kommen heute. Ja, ich weiß, das hört sich viel an, aber Saskia mag ihre Braten gerne klassisch, also durch. Ihr merkt schon, ich fahre hier 200 Grad. Das ist jetzt ein bisschen zu heiß eigentlich. Ne? Normalerweise könnte das Ding auch bei 100 Grad, aber dann 3 bis 4 Stunden ziehen lassen. Wir haben Hunger und es soll schnell gehen, also 200 Grad, 1,5 Stunden gehe ich davon aus. Aber ich messe jetzt mal nach. Ich habe aktuell Kern knapp 73 Grad. Ein bisschen brauchen wir noch. Also nochmal Deckel rauf, halbe Stunde, dann können wir weitermachen, glaube ich. In der Zwischenzeit mag ich mir ein paar Klöße und ein bisschen Rotkohl. Und nochmal, knapp 25 Minuten. Klöße sind fertig, Rotkohl ist fertig. Wir kümmern uns jetzt um die Soße. Beziehungsweise wir gucken nochmal. Ja, nicht verbrennen. Oh, schön. Den Kameraden hole ich mir jetzt raus. Hier, zack. Und leg mir den nochmal warm auf der anderen Seite. Deckel zu. Ja. Zack. Und jetzt zur Soße, Freunde. Erstmal müssen wir wieder die ganze Gemüse da rauskriegen. Also wir seien die jetzt ab oder kippen das ab. Und zwar habe ich hier ein kleines Setup, also ein Siebchen. Da kippen wir das jetzt alle durch, fangen unsere Soße damit auf und dann kommt sie wieder zurück in den Topf. Zeige euch jetzt nichts. Ja, also befreit von Gemüse sieht die Suppe jetzt so aus. Ist schon sehr, sehr geil. Ich probiere mal kurz. Ist gut, könnte man so nehmen, aber wir verbessern noch ein ganz kleines bisschen. Also zurück in den Topf. Nochmal ein bisschen Hitze rauf. Und jetzt kommt für die Frische nochmal ein bisschen was von der Orangenschale. Bitte nur das Orange und nicht das Weiße. Also ordentlich was drunter reiben hier. Das gibt nochmal so den Special Kick in der Soße nachher. Zack. Ja, so ordentlich. Und noch einen Schluck Orangensaft. Also einfach auspressen. Mal gucken, ob das wird. Boah, jetzt geht die Welt gerade unter. Hört ihr mich noch? Orangensaft einpressen. Kleiner Schluck. So reicht das. Den Rest werde ich mir nachher noch zum Nachtisch geben. Das jetzt ordentlich einrühren. Und um noch ein bisschen mehr Konsistenz zu schaffen, habe ich ja vorhin gesprochen von Butter und Mehl einfach zusammengequetscht. Mehlbutter. Und davon nimmt er jetzt immer kleine Flöckchen, wenn er so von den Finger kriegt. Und rührt die mit unter, bis ihr die Konsistenz habt, die ihr haben wollt. Ja, jetzt müssen wir noch unseren Braten anschneiden, ne, Freunde. Der Rest ist fertig. Wir gucken mal, ob das auch so geworden ist, wie Saskia das wollte. Der ist ein bisschen klein mittlerweile, aber ich glaube, für uns beide reicht das. Wunderschöner Schmorbraten indurch. Da schneiden wir uns ein paar kleine Scheiben jetzt mal runter. Ja, das reicht für uns. Das reicht. Ich probiere noch mal eine kleine Kante hier. Ja, schön. Schöner, ehrlicher Geschmack. Geil, ich mache einen Teller fertig, den sehen wir uns gleich zum Probieren. Oh, guck mal, so sieht unser Teller aus. Ja, ich weiß, Klöße sind ein bisschen wenig und sehr experimentell diesmal. Da ist irgendwie was mit Spinat dabei und Käse und rote Beete. Saskia wollte das so haben. Da kommt jetzt noch was von unserer leckeren Soße rüber. Oh, ordentlich. Und dann wird probiert. Zack, guck mal, Freunde, so geht das auf dem Teller. Sieht geil aus, oder? Sieht geil aus. Klassisches Herbstgericht. Aber ich muss jetzt noch probieren, damit ihr mir auch glaubt, dass das schmeckt. Alles ein bisschen beengt wegen dem schlechten Wetter heute. Aber ich teste für euch. Also, nochmal ein Stück Schmorbraten hier. Na, kommst du. Zack. Ein bisschen Rotkohl dazu. Erstmal so. Huch. Käseklopf mit Georgia. Boah. Freunde, geil, geil. Sollte man viel öfter machen, machen wir viel zu selten. Herrlich. Freunde, wenn es euch gefallen hat, macht das nach, ballert Kommentare, über ein Like, über ein Abo, würde mich freuen. Instagram ballern, Facebook ballern, ihr wisst Bescheid. Das war Bobby, 030 Barbecue. Wasserbüffel, Schmorbraten mit Biersoße. In geil. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.